Ein geschäftiger Freitagmorgen in der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Plötzlich wird die Luft von einer gewaltigen Explosion erschüttert. Vor der US-amerikanischen Botschaft detoniert eine schwere Bombe. Ein 7-stöckiges Gebäude wird dabei vollkommen zerstört. Die Schäden vor Ort sind verheerend. Hunderte Menschen werden unter den Trümmern verschüttet. Es gibt tausende Verletzte beim schlimmsten Terroranschlag, der je den afrikanischen Kontinent getroffen hat. Mithilfe einer Computersimulation rekonstruieren wir den Ablauf der Ereignisse und enthüllen, wer diesen entsetzlichen Anschlag geplant und ausgeführt hat. Katastrophen geschehen nicht einfach. Sie sind das Ergebnis einer Kette unglücklicher Ereignisse. Wir haben nachgeforscht und enträtseln die letzten Sekunden vor dem Unglück. Afrika. Kenia. Nairobi. Das pulsierende Zentrum Ostafrikas. Nairobi zählt zu den größten Städten dieser Region. Hier, wo mehr als 2 Millionen Menschen aus ganz Afrika mit Bewohnern aus anderen Erdteilen auf engstem Raum leben, treffen die verschiedensten Kulturen aufeinander. Im Jahr 1998 ist Prudence Bushnell die US-amerikanische Botschafterin in Kenia. Sie kennt die Probleme. Muslims, Christians, Hindus. Muslime, Christen, Hindus, Juden. Hier leben die unterschiedlichsten Menschen. Botschafterin Bushnell arbeitet hier in der US-Botschaft im Zentrum Nairobis. Wie alle Botschaften der USA ist auch dieses Gebäude sehr solide gebaut. Seine Mauern bestehen aus verstärktem Beton. Das Gebäude ist 5 Stockwerke hoch und erdbebensicher. Im Kellergeschoss befindet sich eine Tiefgarage. Dies ist die größte Botschaft der USA in der Region. Gleich nebenan befindet sich ein 7-stöckiges Bürogebäude ohne Verbindung zum Botschaftsgebäude. Es heißt Ufundi Building. Täglich arbeiten hier fast 400 Kenianer. Die Umgebung wird überragt vom 21-stöckigen Gebäude der Cooperative Bank, einem Wahrzeichen der Stadt. 7. August 1998. Um 7.15 Uhr morgens verabschiedet sich George Mimba von seiner Frau Nancy. Er verwaltet die Computer in der US-Botschaft. Heute fliegt er zu einer IT-Konferenz in einen anderen Teil Afrikas. Ich freue mich auf die Konferenz. Sie bietet eine gute Gelegenheit, sich mit Kollegen auszutauschen, Probleme zu diskutieren und neue Kontakte zu knüpfen. George und seine Frau Nancy hoffen, bald eine Familie zu gründen. Er freut sich schon auf ihr Lächeln, wenn er ihr nach seiner Rückkehr ein Geschenk überreicht. Sie weiß, dass ich ihr immer etwas mitbringe. Sie bittet mich nicht darum, aber es ist mir wichtig, ihr von meinen Reisen etwas mitzubringen. Vor dem Abflug muss er aber noch in der Botschaft vorbeischauen und einige E-Mails verschicken. In einem Außenbezirk von Nairobi steigen 2 Männer in einen Lastwagen. Sie verlassen ein gewöhnliches Vorstadthaus. Ihr Fahrziel ist die US-Botschaft. Um 9.30 Uhr morgens beginnen sich die Straßen rings um die Botschaft zu füllen. Im hinteren Teil der Botschaft überwacht der Wachmann Josh Okinda das hintere Tor. Das Wetter macht ihm zu schaffen. Ich fühlte mich erschöpft und hatte schon daran gedacht, an diesem Tag nicht zur Arbeit zu gehen. Dann aber habe ich mich doch dafür entschieden. Warum auch nicht? Ohne Arbeit hätte ich nichts zu essen. George hat den Schlüssel für das hintere Tor zur Botschaft. Am Tor befindet sich eine Schranke, die verhindert, dass Autos ungehindert auf den Eingang zufahren. Er ist überrascht, dass die Botschafterin Prudence Bushnell bereits so früh das Gelände verlässt. Sie will im gegenüberliegenden Kooperativ-Hochhaus an einem Meeting teilnehmen. George schließt das Tor hinter ihnen. Der Lastwagen bahnt sich seinen Weg durch den Verkehr. Sein Weg führt über die ringförmigen Umgehungsstraßen, die Nairobis Innenstadt umgeben. Schließlich erreicht er einen großen Kreisverkehr, von dem die Straße abzweigt, an der die Botschaft liegt. Der Lastwagen zwängt sich auf die linke Fahrspur, um abzubiegen. 9.30
19.50 Uhr ist der Schrotthändler Semin Ganga am Ufundi Building neben der US-Botschaft auf dem Weg in sein Büro im Erdgeschoss. Dies ist eine von mehreren Tätigkeiten, die er zum Unterhalt seiner Frau und seiner drei Kinder ausübt. Sammy achtet nicht auf die Servicekraft Rose, die an ihm vorbeigeht. Seine Gedanken sind bei dem wichtigen Meeting, das heute ansteht. Ich wollte noch einige Fotokopien machen und etwas Büroarbeit erledigen, weil um 10 Uhr ein Meeting angesetzt war. In einem oberen Stockwerk des Kooperativgebäudes setzt sich Prudence Bushnell an ihren Platz, um einem Meeting zwischen dem kenianischen Handelsminister und zwei ihrer Kollegen vom US-Handelsministerium beizuwohnen. Das gehört zu den Aufgaben einer Botschafterin der USA. 10 Minuten nach 10. Der Lastwagen biegt links ab und fährt die letzten 750 Meter bis zum Gebäude der US-Botschaft am nächsten Kreisverkehr. Im Gebäude eilt der Computeradministrator George Mimba in sein Büro. Schließlich setzt er sich und schreibt noch eine letzte E-Mail. In diesem Moment erreicht der Lastwagen die Botschaft. Er verlässt die Straße und fährt mit Vollgas auf die Auffahrt. Als der Lastwagen sich dem hinteren Tor nähert, stößt er fast mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Josh steht am Tor mit dem Schlüssel in seiner Tasche. Als der Lastwagen auf ihn zurast, ahnt er, dass etwas nicht stimmt. Der Beifahrer springt von seinem Sitz und fordert die Wächter auf, das Tor zu öffnen. Josh versucht, ihn aufzuhalten. Er behauptet, dass er den Torschlüssel nicht habe, obwohl er in seiner Tasche steckt. Und dass er jemanden anrufen müsse, der aufschließen kann. Josh behauptet, er werde nach dem Schlüssel fragen. Er nutzt die Gelegenheit, um über Funk Hilfe zu rufen. Doch vom anderen Ende der Leitung kommt nicht die erhoffte Antwort. Sein Gesprächspartner glaubt, er mache einen Scherz und weist ihn an, sich aus dem Funkverkehr herauszuhalten. George und sein Kollege sind jetzt auf sich allein gestellt. Der Beifahrer des Lastwagens geht zurück zum Fahrer, um sich mit ihm zu beraten. Sie ahnen nicht, dass George ihre Unterhaltung mithört. Sie haben keinen Schlüssel. Er sprach mit dem Fahrer und sagte ihm, der Typ hat keinen Schlüssel. Rede ganz ruhig mit ihm und wenn er sich weigert, benutzt du deine Pistole. Jetzt weiß Josh, dass die Botschaft angegriffen wird. 10.39 Uhr. Im hinteren Teil der US-Botschaft in Nairobi entwickelt sich eine bedrohliche Situation. Dem Wachmann Josh Okinda wird klar, dass die Männer, die ihm hier gegenüberstehen, ihn töten wollen. Lauf! Der Fahrer zieht eine Pistole. Sein Komplize schleudert eine Handgranate. George glaubt, dass er ein Erdbeben gehört hat. Als die Granaten explodieren, eilt Sammy ans Fenster, um hinauszusehen. Oben im Kooperativgebäude wird Prudence Bushnells Meeting von dem Lärm unterbrochen. George ist unschlüssig, ob er seine E-Mail beenden oder zu den anderen an die Fenster der Botschaft eilen soll. George, Sammy und Prudence sind nur drei von hunderten Menschen, die von dem Lärm aufgeschreckt werden. Der Fahrer steuert den Lastwagen genau auf den Zaun zu. Als die Rettungskräfte eintreffen, sehen sie sich einer entsetzlichen Szenerie gegenüber. Die Gewalt der Explosion hat das Ufundi-Building einstürzen lassen. Hunderte kenianische Zivilisten, die nichts mit der US-Botschaft zu tun haben, wurden getötet oder schwer verletzt. Nebenan, im obersten Stockwerk des Kooperativgebäudes, kommt Prudence Bushnell wieder zu Bewusstsein. Sie hilft einem verletzten Kollegen, den Raum zu verlassen und eilt nach unten. Prudence taumelt die Stockwerke hinunter, vorbei an blutenden und verletzten Menschen. Ich dachte mir, ich muss aus diesem Gebäude heraus und die Botschaft erreichen. Dann wird alles gut.
Doch als sie ins Freie tritt, muss sie feststellen, dass gar nichts gut ist. Ich sah Glasscherben, verbogenen Stahl und die verbrannten Überreste eines Menschen. Dann blickte ich auf und sah, dass die Rückseite meiner Botschaft fehlte. Gleich nebenan graben sich Menschen durch den Schutt. Sie versuchen verzweifelt, Verschüttete aus den Trümmern zu retten. Unter dem Schutt entzündet der Schrotthändler Semin Ganga ein Streichholz. Er stellt fest, dass er sich in einer Luftblase von nur 1,5 Quadratmeter Grundfläche befindet. Ihm wird klar, dass das Gebäude zusammengebrochen ist und er jetzt unter hunderten Tonnen Schutt liegt. Seine Beine sind gebrochen und nur der Treppenschacht hat verhindert, dass er zerquetscht worden ist. Mir schossen Gedanken durch den Kopf. Wenn ich das hier überlebe, wie werde ich mit einem zerschmetterten Bein leben? Was wird aus meinen Kindern? Im vorderen Teil der Botschaft kommt George Mimba wieder zu sich. Er steht unter Schock und ist völlig verwirrt. Du weißt nicht, wo du bist oder was geschehen ist. Du bist einfach nur da. In dem Rauch und Staub weiß er nicht, wohin er sich bewegen soll. Er weiß nur, dass er herauskommen muss. Schließlich erreicht er den Rand des Gebäudes und sieht unter sich die Hölle. Von seinem Standort im ersten Stock erblickt er das Chaos ringsum. Entweder war dies der Weltuntergang oder Nairobi war bombardiert worden. George ist geschockt, verwirrt und glaubt, dass die Botschaft einstürzen wird. Er sieht nur noch eine Chance, sich zu retten. Er schließt die Augen und stürzt sich aus dem Gebäude. Während benommene Überlebende in den Trümmern des zerstörten Gebäudes in Nairobi herumirren, wird klar, dass es an diesem Tag noch weitere Anschläge gegeben hat. Guten Morgen. Heute Morgen hat es in zwei US-Botschaften in Ostafrika schwere Explosionen gegeben. Die Botschaft der USA in Nairobi ist schwer beschädigt worden. Aus Tansania berichten Augenzeugen, dass zwei Drittel der US-Botschaft in Dar es Salaam zerstört wurden. Jetzt steht fest, es ist ein koordinierter Angriff auf US-amerikanische Ziele. Die Amerikaner rufen den allgemeinen Belagerungszustand aus. Niemand darf sich den Botschaftsgebäuden nähern, außer zur Versorgung der Schwerverletzten. Hunderte Kenianer, die gerade auf dem Weg zur Arbeit waren, beteiligen sich an den Rettungsarbeiten in den Trümmern des Ufundi-Building. Unter dem Schutt hört Semin Ganga die fieberhaft suchenden Helfer über ihm. Er hat jedes Zeitgefühl verloren. Eine Stunde erschien mir wie 5 Stunden. Und wenn ich 15 Minuten lang die Helfer nicht mehr hören konnte, kam es mir vor wie ein ganzer Tag. Plötzlich hört er jemanden rufen. Hallo? Ein weiteres Opfer ist in den umliegenden Trümmern gefangen. Es ist Rose, die als Servicekraft im Ufundi-Building arbeitet. Als das Gebäude zusammenstürzt, macht sie gerade Tee und das kochende heiße Wasser verbrüht ihr Gesicht. Ich fragte mich, kann man so etwas überleben? George hat seinen Sturz ohne schwere Verletzungen überstanden. Doch er hat einen schweren Schock erlitten. Er fühlt sich wie in einem Albtraum. Ich dachte, ich wäre gestorben und in einer anderen Welt. Ich konnte nicht glauben, dass ich etwas hörte. Ich hatte also überlebt. Als er die Verwüstung ringsum realisiert, weiß er, was zu tun ist. Er muss ins Gebäude zurück, um verletzten Kollegen zu helfen. Das sind meine Leute. Ich habe alle, die ich kenne, im Gebäude zurückgelassen. Ich muss wieder hinein. Er bahnt sich den Weg zurück in sein zerstörtes Büro. Hallo, ist da jemand?
Ringsherum liegen leblose Körper. Hier gibt es sicher keine Überlebenden. George gibt die Hoffnung auf und wendet sich um. Doch dann hört er etwas. George! George! Hallo? Bitte hilf mir! Ich komme. Er hört eine Stimme. Eine Frau ruft seinen Namen. Er tastet die in der Dunkelheit liegenden Körper ab. Doch alles, was er fühlen kann, ist die unheimliche Reglosigkeit der Toten. Schließlich bewegt sich doch jemand. Obwohl er durch den Rauch wie betäubt ist, hilft George dem verletzten Kollegen aus dem Raum. Erst später erkennt er, dass er einen Mann gerettet hat und nicht die um Hilfe rufende Frau. Und jetzt kann er nicht wieder zu ihr zurück, da die Treppe eingestürzt ist. George ist bei seiner heldenhaften Tat gefilmt worden. Bis heute kennt er den Namen der um Hilfe rufenden Frau nicht. Dieses schreckliche Erlebnis belastet ihn immer noch, besonders an den Jahrestagen der Anschläge. Vor diesen Momenten fürchte ich mich. An jedem 7. August kommt die entsetzliche Erinnerung zurück. Ich höre immer noch klar und deutlich diese Stimme. Sie hat meinen Namen gerufen. Warum musste ich sie sterben lassen? Das werde ich mir selbst niemals verzeihen können. 8. August, 10.39 Uhr. 24 Stunden sind seit der Katastrophe vergangen. Hunderte Retter graben sich auf der Suche nach Überlebenden durch Tonnen von Schutt. Sie haben Sammy entdeckt, der im Untergeschoss um Hilfe ruft. Eine Rettungseinheit gräbt sich zu ihm durch. Doch sie müssen sich beeilen. Sammy und Rose sind bereits seit über einem Tag dort unten verschüttet. Und Rose droht, das Bewusstsein zu verlieren. Alles wird gut. Sie sind unterwegs. Sammy bemüht sich, sie zum Durchhalten zu bewegen, während die Retter sich zu ihnen durchgraben. Doch das ist nicht leicht. Nach 36 Stunden fieberhaften Grabens erreichen die Retter endlich das Loch, in dem Sammy gefangen ist. Rettet Rose. Die Retter haben große Mühe, Rose zu bergen. Sie ist zwischen dem Safe, der sich im Keller der Bank befindet, und dem Fahrstuhl gefangen. Sie ist zwar noch am Leben, doch es ist fast unmöglich, sie dort herauszuziehen. Sammy ruft nach ihr, als er herausgehoben wird. Wir sprachen miteinander. Und ich sagte ihr, alles wird gut. Ich gehe jetzt. Und in weniger als einer Stunde wirst du auch hier raus sein. Er wird auf einer Trage aus dem Loch gehoben und in ein Krankenhaus gebracht. Doch während Sammy in Sicherheit gebracht wird, ist Rose immer noch in den Trümmern gefangen. Ihr Ehemann Lawrence ist benachrichtigt worden, dass sie noch am Leben ist. Er bleibt allein am Unglücksort zurück, um bei ihr zu sein. Sie lebt und man versucht, sie dort herauszuholen. Deshalb bleibe ich hier und warte, bis sie gerettet ist. Es braucht jedoch noch volle 3 Tage, bis die Retter Rose endlich erreichen. Dann müssen sie feststellen, dass sie inzwischen ihren Verletzungen erlegen ist. Ihr tragisches Schicksal steht für das schreckliche Ausmaß dieser Katastrophe. Die ganze Nation trauert um Rose. Der Terroranschlag auf die US-Botschaft in Nairobi ist der schwerste, der je auf dem afrikanischen Kontinent verübt wurde. Wer sind die Täter? Warum mussten so viele Menschen sterben? Werden die Attentäter erneut zuschlagen? Durch eine genaue Rekonstruktion der Katastrophe enthüllen wir, was an diesem verhängnisvollen Tag wirklich geschah. Der Sonderermittler Don Sekleben leitet das Expertenteam, das das FBI bei den Untersuchungen vor Ort unterstützen soll. Er hat bereits zuvor bei der Aufklärung von Terroranschlägen wie in Oklahoma City und auf das World Trade Center im Jahr 1993 mitgewirkt. An diesem Morgen schaltete ich die Nachrichten ein und sah die Berichte aus Nairobi und Dar es Salaam. Ich wusste, dass sie noch an diesem Tag jemanden nach Afrika schicken würden.
Don und sein Team brauchen 2 Tage, um von Washington DC nach Nairobi zu gelangen. Es gibt technische Probleme mit ihrem Flugzeug. Doch als sie am Unglücksort eintreffen, herrscht dort immer noch rege Betriebsamkeit. Überall liefen Rettungskräfte herum, die immer noch Menschen aus den Trümmern zogen. Ich wusste, dass ich mich erstmal heraushalten musste. Don und sein Team müssen vor Beginn ihrer Beweisaufnahme erst noch warten, bis der Unglücksort geräumt ist. Das ist frustrierend. Don weiß jedoch aus Erfahrung, dass sie die Zeit nutzen können, um sich vorab einen Gesamtüberblick zu verschaffen. Es ist wie bei einem Mosaik. Aus großer Nähe betrachtet sind nur zahllose Steinchen zu erkennen. Erst wenn man weiter zurücktritt, wird ein Bild erkennbar. Aus der Luft besehen wird klar, dass nur eine wirklich große Bombe eine so gewaltige Verwüstung verursachen konnte. Für Don gibt es keinen Zweifel. Eine derart große Menge an Sprengstoff konnte nur mit einem Lastwagen zum Tatort transportiert worden sein. Eine solche Bombe hinterlässt vor Ort zahlreiche wichtige Beweisspuren. Spuren, die letztlich geradewegs zu den Tätern führen könnten. Sein Team muss so bald wie möglich Proben vom Unglücksort ziehen, um den für die Bombe verwendeten Sprengstoff zu identifizieren. Wenn es, sagen wir mal, TNT war, würde dies die Ermittler in eine bestimmte Richtung führen, im Gegensatz zu einer selbstgebauten Düngemittelbombe. In einem solchen Fall geht man ganz anderen Spuren nach. Am Tatort stellt Don fest, dass die Schäden auf einen Hochbrisanzsprengstoff wie TNT schließen lassen. Die Kollegen vom FBI teilen diese erste Ansicht, die sich allerdings nur durch eine mühsame Beweisaufnahme belegen lässt. Genauso wichtig ist die Frage, wie die Bombe gezündet wurde. Ein Selbstmordanschlag würde grausige, aber wichtige Anhaltspunkte offenlegen. Zu diesem Zeitpunkt ist unklar, ob es sich um einen Selbstmordanschlag handelt. Doch wenn dies der Fall ist, finden wir aller Wahrscheinlichkeit nach auch sterbliche Überreste des Attentäters. Durch einen DNA-Test könnte man einen Zusammenhang zu einer der bekannten Terroristengruppen herstellen. Die menschlichen Überreste des Attentäters könnten analysiert werden und weitere Informationen über ihn liefern, etwa in Bezug auf seine Familie. Doch auch das ist sehr zeitaufwendig. Den Ermittlern bleibt vorerst nur, den Ablauf der Ereignisse zu rekonstruieren. Und das ist eine gewaltige Aufgabe. Zunächst vernehmen die Ermittler Augenzeugen. So erfahren sie, dass vor der eigentlichen Explosion schon Schüsse und kleinere Detonationen zu hören waren. Dann stoßen sie auf einen wichtigen Anhaltspunkt, der die schlimmsten Befürchtungen des FBI bestätigt. Mindestens ein Terrorist wurde dabei beobachtet, wie er von dem Lastwagen weglief, bevor dieser explodierte. Einer der Attentäter muss also immer noch auf freiem Fuß sein. Er muss aufgespürt werden, bevor er erneut zuschlagen kann. Das FBI sammelt Indizien, die auf die Spur eines Bombenattentäters führen sollen, der in Nairobi immer noch auf freiem Fuß ist. Don Sekleben leitet das vom FBI eingesetzte Ermittlerteam und er weiß, dass er schnell Ergebnisse liefern muss. Don muss unbedingt herausfinden, welcher Lastwagentyp bei dem Bombenanschlag verwendet wurde und woher dieser kam. Der LKW könnte direkt zu den Attentätern führen. Doch es ist keine leichte Aufgabe, diesen Lastwagen wieder zusammenzufügen. Dons Team muss die über 600 am Unglücksort verstreuten Autoteile sichten. Es ist eine fast ausweglose Suche. Genauer gesagt, suchen sie nach der Nadel im Heuhaufen, denn am Ort des Anschlags liegen nur Trümmer und verbogenes Metall herum. Und sie suchen noch nach etwas anderem. Don steht unter dem enormen Druck, die von den Attentätern benutzte Pistole zu finden. Meine erste Reaktion war, wie soll ich bei einem so groß angelegten Bombenanschlag Beweise für einen Schusswaffengebrauch finden? Das ist doch Wahnsinn. Don entschließt sich, die Beweismittel an einen anderen Ort zu schaffen. Dort wollen sie diese eingehend untersuchen. Er weist die Bagger an, Trümmerteile aufzunehmen und sie auf den Hof eines Eisenbahnwerks auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu transportieren. Es gibt dabei allerdings ein Problem. Für viele Kenianer führt ihr Weg zur Arbeit mitten durch das Gebiet, in dem die Beweismittel liegen. Ich glaube, das Team hatte einen heiden Respekt vor seiner Aufgabe. Besonders die Logistik schien zum Problem zu werden. Doch Don hat ein professionelles Team um sich versammelt, dem es schnell gelingt, den Lastwagen zu identifizieren.
Diese Aufgabe schien zunächst unmöglich, aber Dawn und seine Kollegen haben schon selbst einige Lastwagen in die Luft gesprengt. Unsere Einheit hat mehrere Tests durchgeführt, um die Auswirkungen von schweren Explosionen auf Fahrzeuge zu untersuchen. Dies sind einige Teile, die von diesen Tests übrig geblieben sind. Durch sie sind wir in der Lage, die Schäden an einem explodierten Fahrzeug sowie in dessen Umgebung zu bestimmen. Dawn weiß, dass eine Bombe je nach Entfernung unterschiedlich auf die Metallteile eines Fahrzeugs wirkt. Dieses Metallteil hier lag 5 Meter vom Ort der Explosion entfernt. An ihm kann man die Richtung erkennen, den die Explosionswelle genommen hat. Sie hat dieses Metallstück in eine Richtung gebogen. Dieses hier wurde dagegen regelrecht aufgerollt. Somit können Dawn und seine Mitarbeiter feststellen, welche Wrackteile von dem Sprengstofflaster stammen und welche zu anderen Fahrzeugen aus der Umgebung gehören. Bei ihrer Suche stoßen sie schnell auf Wrackteile, die eindeutig von dem Lastwagen der Terroristen stammen. Gleichzeitig identifizieren mindestens 3 Augenzeugen den Lastwagen, den sie am Tor gesehen hatten. Sie bezeichnen ihn als Canter Truck. Ich stellte also die logische Frage, was ist ein Canter Truck? Es stellte sich heraus, dass es sich um einen Mitsubishi-LKW handelte. Der Canter von Mitsubishi ist ein in Kenia häufig anzutreffender Lastwagen. Doch die Wrackteile, die Dawns Team gefunden hat, stammen nicht von einem Canter Truck. Dawn ist verwundert. Untersuche ich etwa die falschen Wrackteile? Nach allen Regeln der Forensik waren dies die bei der Explosion beschädigten Teile. Sie gehörten eindeutig zum Sprengstofflaster. Die Beweisstücke, die Dawn findet, widersprechen allem, was er gelernt hat. Könnten die Methoden des FBI fehlerhaft sein? Doch trotz dieses Rückschlags gibt es auch gute Nachrichten. Obwohl es beinahe unmöglich schien, findet Dawns Team in den Trümmern einen Teil der Pistole. Da die Wachmänner unbewaffnet waren, müssen sie zu der Pistole eines der Attentäter gehören. Das gefundene Pistolenteil ist ein Schieber, der den Hinweis auf den Besitzer liefern könnte. Dies ist eine wichtige Spur, die zu den Terroristen führen kann. Dies könnte der erhoffte Durchbruch sein. Leider gab es auf dem Schieber keine Identifikationsnummern. Das ist ein herber Rückschlag. Ohne eine solche Nummer lässt sich der Besitzer einer Waffe nicht ermitteln. In diesem Fall wäre das Pistolenteil für die Ermittler ohne jeden Nutzen. Dawn scheint kein Glück zu haben. Als wenn die Rückschläge im Zusammenhang mit dem Lastwagen und der Pistole nicht schon genug wären, muss Dawn jetzt einsehen, dass man keine DNA von dem Attentäter finden wird. Leider hat die bloße Zahl der Opfer von Nairobi verhindert, dass wir auf Überreste des Selbstmordattentäters stießen. Die kriminologischen Untersuchungen führen zu mehr Fragen als Antworten. Einer der Terroristen befindet sich noch auf freiem Fuß. Die Pistole liefert keinen Anhaltspunkt und die Herkunft des mysteriösen Lastwagens bleibt ungeklärt. Besonders ärgerlich ist das Problem mit dem Lastwagen. Dawn kann nicht begreifen, warum alle Augenzeugen von einem Mitsubishi Canter berichten, wenn in den Trümmern keine entsprechenden Wrackteile zu finden sind. In seiner Not bittet er einen örtlichen Autohändler bei der Identifizierung der Autoteile um Hilfe. Der Händler bestätigt seine schlimmsten Befürchtungen. Die Teile des Sprengstofflasters stammen nicht von einem Mitsubishi. Dawn fragt sich jetzt, warum dennoch alle Augenzeugen von einem Mitsubishi berichten. Eine zufällige Entdeckung löst das Rätsel. Dawn findet heraus, dass in Nairobi jeder Lastwagen ähnlichen Typs Canter genannt wird. Es ist ein Sammelbegriff. Es zahlt sich immer aus, das Wissen von Einheimischen zu nutzen. Doch die Beweise sind immer noch widersprüchlich und die Augenzeugenberichte helfen nicht weiter. Einige behaupteten, dass der Fahrer links gesessen hat. Andere haben das Steuer rechts gesehen. Wir Kriminologen brauchen jedoch eindeutige Beweise. Dieses wichtige Beweisstück wird Dawn helfen, seine Suche einzugrenzen. Unter den Wrackteilen findet sich ein Lenkstockhebel. Ein Lenkstockhebel befindet sich vorn in einem Fahrzeug. Und bei einem rechtsgelenkten Lastwagen zeigt er in eine Richtung, bei einem linksgelenkten in die entgegengesetzte. Der am Unglücksort gefundene Lenkstockhebel war an einer Seite beschädigt. Er zeigte also nach rechts. Das beweist, dass das betreffende Fahrzeug rechtsgelenkt war. Immerhin konnte ich damit schon mal die Suche nach linksgelenkten Fahrzeugen stoppen. Trotz der intensiven Arbeit kann das Team das Fahrzeug nicht identifizieren.
Auch die besten Spuren führen letztlich nur in Sackgassen. Dann erscheint ein Büroangestellter aus Nairobi mit einem Lastwagenteil, das buchstäblich vom Himmel gefallen ist. Es war nach der Explosion auf seinem Tisch gelandet. Es ist ein riesiger Glücksfall. Das Wrackteil trägt die Identifikationsnummer. Die Nummer ist nicht vollständig, aber sie reicht aus, um den Lastwagentyp festzustellen. Es handelt sich nicht um einen Mitsubishi Canter, sondern um einen Toyota Dyna. Dieser bahnbrechende Fund lenkt die Aufmerksamkeit der Ermittler auf die Hafenstadt Mombasa, 500 Kilometer südlich von Nairobi. Hier werden solche Lastwagen angelandet. Doch um diesen einen Lastwagen zu identifizieren, müssen die Ermittler alle wichtigen Dokumente sichten, die mit solchen Toyota-Lastwagen zu tun haben. Ganze Kisten mit Papieren müssen durchgesehen werden. Schließlich können sie den Vorbesitzer ausfindig machen, einen Geflügelzüchter aus Mombasa. Dieser verkaufte den Lastwagen an einen gewissen Ahmed Zvedan weiter. Doch der Name sagt dem FBI nichts. Die Ermittler müssen noch weitere Indizien finden. Dabei helfen ihnen die über den Anschlag empörten Kenianer. Dieser Anschlag hat Kenia getroffen und die meisten Opfer waren Kenianer. Jetzt will jeder Beamte im Land zur Aufklärung der Tat beitragen. Sie können das nicht einfach hinnehmen. Auch die kenianische Polizei schaltet sich jetzt ein. Wir sind hier geboren und wir verstehen die Menschen und ihr Verhalten besser. Peter Mbuvi ist der stellvertretende Leiter der Kriminalpolizei Nairobi. Er weiß, dass der Attentäter schnell dingfest gemacht werden muss. Er weiß auch, dass das eine beinahe unmögliche Aufgabe ist. Wie nur soll er einen namentlich unbekannten Flüchtigen in diesem Schmelztiegel mit seinen über 2 Millionen Menschen ausfindig machen? Zum Glück steht die kenianische Öffentlichkeit auf seiner Seite. Ich glaube, die Kenianer waren sehr verbittert, weil unschuldige Landsleute ohne jeden Grund ihr Leben verloren hatten. Daher erhielten wir wertvolle Informationen von öffentlich bediensteten Personen. Darunter findet sich auch jemand, der an einem für die Beweisfindung eher ungewöhnlichen Ort arbeitet, im örtlichen Krankenhaus, dem MP Shah. Dort macht eine Reinigungskraft in den Toiletten eine ungewöhnliche Entdeckung. In einem Spülkasten findet er 3 Pistolenkugeln vom Kaliber .380, die sorgfältig dort versteckt worden waren. Plötzlich ist das Stück des Pistolenschiebers, das Dons Team am Tatort gefunden hat, wieder von Bedeutung. Es gehört zu einer automatischen Pistole vom Typ Beretta Kaliber .380. Unsere Waffenexperten können zwar nicht hundertprozentig sagen, dass diese Kugeln auch wirklich in der Pistole steckten. Ich glaube aber, der Fund beweist, dass dieser Mann die Kugeln bei sich trug. Zudem haben wir jetzt den Waffentyp festgestellt, der zu diesen Kugeln passt. Eine wichtige Spur. Die Ermittler müssen jetzt aber ihre Aufmerksamkeit auf jede verdächtige Person richten, die das MP Shah Krankenhaus am Tag des Anschlags aufgesucht hat. Wenige Tage später bekommt die kenianische Polizei einen Hinweis, der sie zu einem örtlichen Hotel führt. Als sie den Mann in einem Hotelzimmer festnehmen, finden sie dort auch einen Einlieferungsschein mit dem Pseudonym Khalid Saleh aus dem Krankenhaus, in dem die Kugeln gefunden wurden. Wir waren überzeugt, den Täter gefasst zu haben. Ja. Niemand kennt den Mann. Doch ein Augenzeuge identifiziert ihn als den Terroristen, der vom Ort des Bombenanschlags weglief. Bei seiner Vernehmung gesteht er seine Beteiligung an dem Anschlag. Er und sein Partner sind in Pakistan zu Selbstmordattentätern ausgebildet worden, um den Anschlag auf die Botschaft in Nairobi zu verüben. Einer seiner zahlreichen Namen lautet Al-Owali und so wird er fortan auch vom FBI genannt. Er gibt an, als Beifahrer in dem Lastwagen gesessen zu haben. Der Fahrer sei ein anderer Terrorist namens Assam gewesen. Dieser habe die Bombe gezündet. Al-Owalis Hauptaufgabe bestand darin, die Wachmänner mit vorgehaltener Pistole zum Öffnen des Tores zu zwingen. Dann sollte Assam den Lastwagen so dicht wie möglich an das Botschaftsgebäude heranfahren und dort die Bombe zünden. Sollte Assam dies nicht gelingen, stünde Al-Owali bereit, um eine Handgranate in den Laderaum des Lastwagens zu schleudern. Dann würde die Bombe doch noch explodieren. Doch Al-Owali war nur ein Handlanger.
Bei seinem Geständnis nennt er auch den Namen der Organisation, die ihn rekrutiert hat. Die Organisation, welche diese entsetzliche Tat geplant hat. Sie nennt sich Al-Qaida. Im Jahr 1998 war Al-Qaida noch eine sehr undurchsichtige Organisation, deren Anführer Osama bin Laden in den USA noch nicht als Staatsfeind Nummer 1 galt. Osama bin Laden war bis dahin noch weitgehend unbekannt. Über Al-Qaida wusste man in Geheimdienstkreisen, dass die Organisation Terrorakte finanzierte, ohne jedoch selbst Anschläge zu verüben. Doch die US-Geheimdienste irrten. Im Jahre 1998 verkündete Osama bin Laden eine Fatwa, in der er es als Pflicht eines jeden Moslems bezeichnete, Amerikaner überall auf der Welt zu töten. Al-Qaida ging zum Angriff über. Das FBI jagte jetzt eine Al-Qaida-Zelle, die in Nairobi operierte. Der Täter war nun in Gewahrsam, doch es fehlte noch ein klares Bild seiner Auftraggeber, die Männer, die diese Gräueltat geplant hatten. Während Al-Owali in der Untersuchungshaft verhört wird, erhalten die Ermittler einen neuen Hinweis. Dieser führt sie zu einer in diesem Zusammenhang eher ungewöhnlichen Adresse, einem exklusiven Vorort von Nairobi namens Runda Estates. Dons Team wird dorthin geschickt. Spuren der Bombe in dem Haus würden Al-Owali endgültig mit dem Bombenanschlag in Verbindung bringen. Als wir durch die Eingangstür des Hauses Runda Estates Nummer 43 traten, fiel mir zuerst der Geruch auf. Es roch nach Reinigungsmitteln. Jemand musste hier versucht haben, die ganze Wohnung von oben bis unten zu säubern. Dies war aber nicht überall gelungen. Sie haben zum Beispiel die oberen Kanten der Türen vergessen. Von dort konnten wir Proben entnehmen. Dons Team entdeckt Beweisspuren an verschiedenen Orten im Haus, welche die Terroristen bei ihrer Säuberung vergessen haben. Die Beweismittel werden in luftdichte Tüten verpackt und in das FBI-Hauptquartier in Washington geschickt. Dort werden die Chemiker in den FBI-Laboren Monate benötigen, um alle forensischen Beweismittel zu analysieren. Dann erst wäre Al-Owalis Aussage bestätigt. Inzwischen bleibt ein weiteres Rätsel ungelöst. Der Bombenanschlag richtete sich auf die Botschaft der USA. Wenn dies so war, warum wurde dann der Einsturz des Ufundi-Buildings, der so viele Todesopfer forderte, in Kauf genommen? Das der Botschaft benachbarte Ufundi-Building hatte mit dieser nichts zu tun. Es handelte sich um ein Zivilgebäude, das nicht dafür konstruiert war, einer so gewaltigen Explosion standzuhalten. Als der Fahrer des Lastwagens die Bombe zündete, wurde das Gebäude von der vollen Wucht der Explosion getroffen. Dabei fielen seine Innenwände wie Dominosteine. Der gesamte Bau stürzte ein. Im Gegensatz zum Ufundi-Building konnte die Struktur des Botschaftsgebäudes dem Druck der Explosion weitgehend standhalten. Dennoch zerstörte die Druckwelle die Fenster und brach durch den hinteren Teil der Botschaft. Dabei zerstörte sie alles, was sich ihr in den Weg stellte. Dies hätte eigentlich nicht geschehen dürfen. Gemäß der Vorschriften des US-Außenministeriums sind sämtliche Botschaftsgebäude mit einer 30 Meter breiten Sicherheitszone zu versehen, die Schutz vor Bomben jeglicher Art bieten soll. Tests haben gezeigt, dass die Wucht der bei einer Bombenexplosion ausgesandten Druckwelle über die Entfernung allmählich abnimmt. Das Gebäude der US-Botschaft in Nairobi war errichtet worden, bevor diese Bestimmungen in Kraft traten. Wenn die Explosion gemäß dieser Sicherheitsmaßnahmen in größerer Entfernung erfolgt wäre, hätte es im Gebäude geringere Schäden gegeben. Wenn sich das Tor also 30 Meter von allen anderen Gebäuden entfernt befunden hätte, wäre auch das Ufundi-Building nicht vollständig zerstört worden. Die US-Botschafterin Prudence Bushnell hatte in den Monaten zuvor mehrmals ihre Bedenken hinsichtlich der Anfälligkeit des Botschaftsgebäudes gegenüber Bombenanschlägen geäußert. Schon zu Beginn meiner Tätigkeit in der Botschaft war mir klar, wie groß die Gefahr war. Das Außenministerium plante, eine Renovierung des Gebäudes zu finanzieren. Ich hielt es für eine gute Idee, dieses Geld anzunehmen, das Gebäude zu verkaufen und auf ein sicheres Gelände umzuziehen.
Doch die Botschaft wurde nicht als Objekt mit hohem Risiko in Bezug auf Terroranschläge eingestuft. Bushnells Gesuch wurde abgelehnt. Das FBI weiß jetzt, dass eine Al-Qaida-Zelle in Ostafrika operiert. Der Bombenattentäter ist gefasst, aber die Männer, die ihn angeheuert haben, sind weiterhin auf freiem Fuß. Wird die forensische Analyse des Beweismaterials in Washington zu diesen Terroristen führen, bevor sie erneut zuschlagen? Das FBI sucht nach einem forensischen Beweis für die Verbindung zwischen dem Unterschlupf der Terroristen in den Ronda Estates und dem Anschlagsort. In den FBI-Labors in Washington untersuchen die Chemiker den Stoff im Spektrometer und führen eine Reihe chemischer Analysen durch. So können sie die chemischen Elemente isolieren und die Sprengstoffrückstände genau bestimmen. Sie finden Spuren von TNT, einen weiteren frei erhältlichen Sprengstoff namens PETN, sowie Spuren von Aluminium, dieselben Elemente, die auch in den Proben vom Tatort gefunden wurden. Ich kannte das bereits. Einige Anleitungen zum Bombenbau empfehlen, den verschiedenen Sprengstoffen Aluminium beizumengen. Dadurch wird die Sprengkraft der Ladung erhöht. Damit ist Al-Owalis Aussage bestätigt. Jetzt kann das FBI eine lückenlose Anklage gegen den Attentäter sowie zwei seiner in Untersuchungshaft sitzenden Komplizen erheben. Mithilfe der umfangreichen Ermittlungen rekonstruieren wir die Ereignisse vor der Katastrophe und enthüllen die Hintergründe des ersten großen Terroranschlags der Al-Qaida auf internationaler Ebene. Der Bombenanschlag auf die US-Botschaft in Nairobi. 2. August 1998, 5 Tage vor dem Unglück. Der Al-Qaida-Terrorist Al-Owali kommt in Nairobi an. Er trifft mit einem Komplizen zusammen, der in den Unterschlupf der Bombenleger in der Runda Estates Straße Nummer 43 fährt. Hier machen die Attentäter die Bombe scharf. 4 Tage vor dem Anschlag. Assam, der gerade ein Al-Qaida-Trainingscamp in Pakistan hinter sich hat, kommt in Nairobi an. Er soll den Sprengstofflaster fahren. 3 Tage vor der Katastrophe. Al-Owali späht die Botschaft aus. 7. August 1998, 54 Minuten vor dem Unglück. Der Lastwagen verlässt das Grundstück Runda Estates Nummer 43. Er ist mit 3 Tonnen Sprengstoff beladen, der mit Aluminium vermischt ist. Al-Owali trägt eine Pistole unter seiner Jacke, mit der er die Wachmänner bedrohen will. An seinem Gürtel befinden sich 4 Betäubungsgranaten, die er einsetzen soll, sollte Assam Probleme bekommen. Assam meint, dass ihn die Jacke behindern werde. Deshalb zieht Al-Owali sie aus. Noch 29 Minuten bis zur Katastrophe. Der Lastwagen erreicht den letzten Kreisverkehr und biegt in die Straße ein, in der sich die US-Botschaft befindet. Der Lastwagen fährt die Straße hinunter. Plötzlich biegt er auf das Botschaftsgelände ein, wo er vor der Schranke auf der Auffahrt mit quietschenden Reifen bremst. Al-Owali springt aus dem Lastwagen, um die Wachmänner zu bedrohen. In der Eile hat er jedoch seine Jacke mitsamt Pistole vergessen. Jetzt bleibt ihm nur, die Wachmänner verbal zu bedrohen. Als diese sich weigern, das Tor zu öffnen, läuft er zurück zum Lastwagen und fordert von Assam, die Pistole zu ziehen. Der Plan droht jetzt zu misslingen. In seiner Not wirft Al-Owali daher seine Betäubungsgranaten in alle Richtungen. Durch eine Ironie des Schicksals werden viele Büroangestellte in den Gebäuden der Umgebung durch den Lärm vor der Botschaft an die Fenster gelockt. Al-Owali gerät in Panik und flieht. Die Wucht der Explosion lässt alle Fenster im Umkreis von mehreren hundert Metern bersten. Tausende werden durch Splitter schwer verletzt, als sie den Knall der Handgranaten hören und zu den Fenstern laufen. Die von der Bombe verursachte Druckwelle bricht durch das Ofundi-Building nebenan und lässt dessen Innenwände zusammenbrechen. Das Gebäude stürzt ein. Der Druck der Explosion fegt durch das Botschaftsgebäude. Als sich der Staub legt, sind mehr als 4000 Menschen verletzt und 213 weitere tot, darunter 12 US-Amerikaner. Der Anschlag in Tansania fordert weitere 11 Todesopfer und 85 Verletzte. Al-Owali überlebt den Bombenanschlag, doch er ist am Rücken verletzt.
Noch benommen schleppt er sich vom Ort des Anschlags davon und sucht ein Krankenhaus auf. Dort entledigt er sich der Beweismittel, die auf seine Spur führen könnten. Er wird 5 Tage später verhaftet. Al-Owali wird mit 3 seiner Komplizen in den USA vor Gericht gestellt und verurteilt. George Mimba sagt bei diesem Prozess aus. Ihn erbost, dass die Terroristen keine Reue zeigen. Ich glaube, dass die Ursachen tiefer liegen. Man sollte dem Übel einmal auf den Grund gehen und das Warum klären. Für Prudence Bushnell liegt die besondere Tragik darin, dass alle Warnungen nicht ausreichend beachtet wurden. Wir wissen immer noch nicht genug über die Methoden der Al-Qaida und ihren Hass auf uns. Ebenso wie über ihre außergewöhnliche Entschlossenheit, Amerikaner zu töten. Drei Jahre später bewahrheiten sich ihre Befürchtungen. Die Geheimdienste der USA können nicht verhindern, dass Al-Qaida mitten im Herzen Amerikas zuschlägt, mit katastrophalen Folgen. Auf dem Gelände der in den Außenbezirken von Nairobi neu errichteten Botschaft erinnert ein Mahnmal an den Anschlag. Zu den Lehren, die aus den Ereignissen von 1998 gezogen werden können, gehört, dass die Sicherheitsvorschriften des US-Außenministeriums noch strikter eingehalten werden sollten. Auf dem Gelände der zerstörten US-Botschaft wurde ebenfalls ein Mahnmal errichtet. Es erinnert uns daran, dass die eigentlichen Helden des Kampfes gegen den Terror Menschen wie George Mimba sind. Menschen, die niemandem etwas zuleide getan haben, die aber im Angesicht des Terrors Mut gezeigt haben. Diese Sekunden vor dem Unglück jedoch werden sie ihr Leben lang verfolgen.